Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy. Wir spielen Minecraft Popzone basiert auf dem Modpack Project Ozone 3. So, ich habe gestern kein Video rausgebracht, weil ich habe es vergessen aufzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber macht nichts, wie es halt so ist. Ich bin tatsächlich so ein bisschen im Arbeitsstress, auch wenn ich Homeoffice habe. Trotzdem habe ich Stress, muss man ja auch ganz klar sagen. Und dementsprechend ist es nicht immer so easy, wie man sich das gerne vorstellt. Deswegen, also, ich habe offscreen zumindest ein bisschen was gebaut. Ich habe hier nochmal zwei Klötze draufgesetzt, dass ich noch ein bisschen Crafting Table habe fürs Auto-Crafting definitiv. Dann habe ich hier schon fertig gemacht die Compressed Iron Ingots. Die sind einmal komplett durch. Alles das, was wir hier drin hatten. Wir haben mittlerweile immer noch 3,8 Bar bereitgestellt. Wir haben keine Kohle mehr, die noch weiter brät. Das heißt, hier sind wir soweit fertig. Ne? No Fuel. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt hier allerdings Sachen reinpacken würde, die würden ratzfatz durchgebraten werden. Deswegen sehe ich da so jetzt erstmal keine Probleme mit. Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist mich drum gekümmert, wie das weitergeht mit dem Fuel Tower und so weiter und so fort. Da muss ich mich, wie gesagt, erst nochmal richtig einlesen. Da bin ich jetzt komplett außen vor. Was ich heute aber gern machen würde, wäre im Questbuch tatsächlich so ein bisschen weitermachen, ganz in Ruhe, ganz gechillt, und würde hier in Richtung weitere Seeds gehen. Die würde ich jetzt gerne alle mal so ein bisschen vorantreiben, dass wir so ein bisschen vorwärts kommen, denn ich habe eigentlich soweit alle Materialien fertig. Ich habe nebenbei auch gemacht hier die Armor Cores. Ich habe gemacht die Supreme Essenz, die Insanium Essenz, die haben wir ja schon fertig gehabt. Aber was ich noch nicht hatte, ist den Master Infused Stone oder Crystal. Den haben wir jetzt auch schon fertig gemacht. Das heißt, der ist unendlich haltbar. Den können wir verwenden und verwerten, die wir gerne hätten. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Kreativ-Essenz. Die Creative-Essenz ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Warte mal, die können wir sogar fertigstellen. Habe ich die hier oben nicht schon? Die habe ich sogar schon drin. Warte mal, komm mal her, so. Creative-Essenz. Ach sie, wir brauchen dafür den Basic Crafting Table. Habe ich den noch hier irgendwo? Warte mal, da muss ich ganz kurz schauen. Habe ich den noch hier irgendwo fertigstellen? Natürlich nicht. Den Basic Crafting Table. Okay, das heißt, wir müssen uns den nochmal holen. Kurz bauen. Aber ich glaube, daran soll es nicht scheitern. Das haben wir, glaube ich, fertig. Im Basic Crafting Table, den kann er auch mal eben selber fluxfruchtig machen. Basic. Da haben wir eine. Und dann können wir uns den nochmal hinstellen. Und ziehen uns, was brauchen wir dafür? Insanium, Master Infused und Simple Crystal. Also Insanium, 4 Stück. Den Crystal. Dann nehmen wir den Master Infused Crystal und die, wie heißen sie? Wie heißen sie? Simple Crystal. Das heißt, die müsste ich ja jetzt eigentlich aussehen, ne? Hallo, da. Simple Crystal, 4 Stück. So, und dann können wir nämlich sagen, wir gehen hier drauf und machen uns eine Creative Essence. So, hätten wir das auch. Dann kann die nämlich weg. Das ist schon mal sehr cool. Das heißt, wenn ich jetzt hier ins Buch reingucke, dann haben wir hier zumindest schon mal alles soweit voll. Dann habe ich gedacht, ich bereite schon mal offscreen vor den Sheep Seed. Das ist ganz einfach. Wir brauchen dafür Prudentium Essenzen. Wir brauchen Tier 2 Crafting Seeds und wir brauchen einen Sheep Chunk. Diesen Sheep Chunk bekommen wir aus einem Tier 2 Mob Chunk. Diesen Mob Chunk bekommen wir aus dem normalen Zombie Chunk. Den lassen wir einmal braten in einem Ofen. Dafür habe ich schon ein Rezept eingelegt natürlich. Und wenn wir den dann haben, dann können wir aus dem Tier 1 Mob Chunk mit Prudentium Essenz einen Tier 2 Mob Chunk machen. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir die Möglichkeit mit Wolle. Und dabei ist die Farbe wirklich egal. Wir können weiße Wolle nehmen, orangene, magenta und so weiter und so fort. Und da bekommen wir dann Sheep Chunks. Und mit diesen Sheep Chunks können wir eben dieses Sheep Seed machen. Quest war, glaube ich, nur Sheep Seed. Genau, das heißt, wenn ich jetzt hier eingebe Sheep Seed, da siehst du, ich habe das hier alles soweit vorbereitet. Können wir sagen, wir brauchen Tier 2 Crafting. Verdammt. Wieso haben wir kein Tier 2 Crafting? Tier 2. Tier. Ey.
Tier 2. Tier 2 habe ich gar nicht hier drin. Ah, lol. Lol. Das heißt, wir brauchen definitiv Tier 2 Crafting Seed. Wir brauchen einen Tier 2 Crafting Seed. Und mit diesem Tier 2 Crafting Seed, das muss ich mir erstmal nochmal ganz kurz ziehen. So, Tier 2 Crafting Seed, dafür brauchen wir Tier 1 Crafting Seed und Prudentium Essenz. Das haben wir. Tier 1 Crafting Seed ist aus dem Base Crafting Seed. Habe ich das schon irgendwo fertig? Tier 1? Habe ich noch gar nicht fertig. Oh lol, das ist natürlich sehr uncool. Tier 2 Crafting Seed machen wir hier raus. Tier 1 meine ich. Und wir brauchen noch das Basic Crafting Seed. Das machen wir aus diesem Gerät. Basic. Habe ich das hier irgendwo zufälligerweise schon drin? Basic Crafting Seed? Nein, das heißt, die ganzen Crafting Seeds, die sind komplett außen vor. Oh, herrje. Das finde ich jetzt aber nicht gut. So, das machen wir mal hier rein. Einfach mal so. Und jetzt können wir sagen, wir machen ein Sheep Seed. So. Wir brauchen normale Seeds. Warum habe ich denn keinen normalen Seed hier drin? Das ist jetzt aber doof. Und zwar sowas von... was haben wir? Oh, da ist aber einer ganz laut gefahren eben. So, ich denke mal, das hätte man oder kann man hören natürlich im Mikrofon. Dann nehmen wir uns davon mal die Seeds mit. Dankeschön. Können wir einmal neu ansammeln lassen. Aber jetzt pass auf, jetzt geht das ab. Vielleicht sollte ich die Seeds auch mal sammeln im ME-System. Macht vielleicht Sinn, ne? Auf Dauer gesehen? 47. Aber jetzt, pass auf, jetzt können wir uns endlich dieses eine Sheep-Ding machen. Alter Schwede, ey. So, wir haben ein Sheep-Seed. Den züchte ich mir hoch, ganz in Ruhe, ganz nebenbei. Des Weiteren habe ich hier auch ein Pick-Seed. Pick-Seed ist im Endeffekt eigentlich genauso. Wobei, wir können mal ganz kurz reinschauen. Warte mal, Pick-Seed. Dieser Pick Seed, der entsteht oder besteht aus Pick Chunks. Diese Pick Chunks machst du aus Raw Pork Chop. Okay, den habe ich glaube ich nicht. Jetzt habe ich hier irgendwie 1000 Sachen auf dem Bildschirm. So. Raw Pork Chop, Raw Beef. Ich habe keine Schweine. Na, so eine Sau aber auch. Wo kriege ich denn ein Schweinchen her? Okay, das heißt, das kann ich noch gar nicht machen. Ich brauche nämlich ein Schweinchen. So, dann brauchen wir hier Chicken Seed. Chicken Seed machen wir aus Eiern und Federn. Ich glaube, die sollte ich haben. Chicken Seed. Das habe ich soweit fertig. Cool. Chicken Seed. Hätten wir auch. So, was können wir dann noch machen? Mystical Flower habe ich noch nicht. Blitz. Habe ich schon Blitz? Habe ich Blitz? Oh ja, habe ich. Blitz. Da fehlt uns Tier 3 Crafting Seed. Tier 3 Crafting Seed, das sollte aber, glaube ich, auch machbar sein. Behaupte ich jedenfalls mal. Weil ich habe ja ziemlich viel von Mystical Agriculture, so, schon vorbereitet. Und das Einzige, was ich noch nicht habe, sind eben diese Crafting Seeds. Deswegen, was wollte ich jetzt machen? Was habe ich gesagt? Blitz, Blitz. Und es fehlt Blitz Chunk. Oh, Blitz Chunk. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Blitz Chunk. Chunk, 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 Chunk. Das heißt Tier 3 Mob Chunk. Den müssen wir auch noch machen. Tier 3 Mob Chunk, den habe ich den noch nicht. Tür 3 Mob Chunk. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur den Blitz Seed, aber nicht den, doch. Tier 3 Mob Chunk. Ich habe, glaube ich, nur den Tier 3 Mob Chunk, aber nicht den Blitz, ne? Blitz Rod. Okay, dann machen wir den jetzt mal hier rein. Dann sollte das Ganze eigentlich per Autocrafting super gut funktionieren. So habe ich zumindest die Hoffnung. Liebe Leute, Blitz Seed.
Nee, tatsächlich. Den habe ich hier noch nicht drin. Krass. Let's. So, jetzt können wir den aber craften lassen. Sehr cool. Machst du das alles per Hand, bin ich ganz ehrlich, da craftest du dir echt einen Wolf. Deswegen, ich mache sowas immer ganz gerne über Autocrafting, schmeiße dann die Rezepte wieder raus. Das sollte eigentlich alles funktionieren. Blitz. Blitz. So, der kann eigentlich auch. Fertig? Nein, es fehlt ein Blitzrod. Habe ich nicht. Tatsache, Blitzrod habe ich noch nicht. Das heißt, dafür kann ich jetzt mit den Eisdingern nicht machen. Aquamarinen habe ich auch noch nicht. Spider Seed. Was ist mit den Spider Seeds? Habe ich die schon drin zufälligerweise? Mystical Flower? Spider? Hollow Spider. Oh, den habe ich sogar schon drin. Sehr cool. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam aber sicher vorwärts hier im Questbuch und werden gerade mit diesen langwierigen Sachen sehr schnell gut Freund. Das finde ich schon mal sehr cool. Skeleton können wir noch machen, Rabbit müssen wir noch vorbereiten, Creeper, Guardian, wo ich aber gerne mal hingehen würde, ist mit dem Aquamarine. Das sollte eigentlich auch kein großes Problem darstellen, ne? Aquamarine. Mach mal, können wir das nämlich eigentlich auch schon soweit fertig craften lassen. Dafür können wir theoretisch gesehen, den habe ich genommen. Spider Chunk habe ich genommen. Chicken habe ich genommen. Blitz brauchen wir noch. Pick brauchen wir noch. Und Sheep, das habe ich auch genommen. Das heißt, wir können jetzt diese ganzen Dinger mehr oder weniger ein wenig zusammensammeln. Aqua, Aqua. Oh, mit Q sollte man das auch schreiben. So, Aquamarine. Können wir das machen? Oh, geil. Aqua. So, dann können wir das nämlich auch schön wieder rausnehmen und brauchen das nicht unnötig. Brauchen das nicht unnötig im Autocrafting als Rezept zu lassen. Das finde ich halt schon sehr cool, weil wir haben die Seeds haben wir ja schon fertig und dementsprechend können wir eigentlich ganz locker easy die ganzen Seeds fertig machen. Das ist nicht verkehrt. So, das haben wir. Dann brauchen wir Mana-Stil. Dafür brauche ich erstmal die Elfengeschichte. Coralium, Skystone, Enderbiotit, Biotit, Biotit, Steelleaf, Conductive Iron, Basalt, Elektroly, Manestil. Was haben wir denn hier noch alles? Salpeter. Salpeter, Guardian. Was ist denn mit dem Guardian? Guardian Essence. Habe ich das nicht? Rawfish? Warte mal. Guardian Essence. Ich frage mich jetzt mal so ganz schlau, ganz doof, geil. Wir können tatsächlich eine Guardian Essenz machen, weil die brauche ich definitiv, denn die Guardian Essenz, die ist äußerst schwierig. Guardian Essence. Und es fehlt 8-mal Fisch. 8-mal Fisch. Wo bekomme ich Fisch am einfachsten her? Angeln. Wirklich angeln? Raw Fisch? Ich glaube, das mache ich auch. Ich angel mir das mal soweit fertig. Pass auf. Dann machen wir hier eine Folgenpause. Das war heute eine sehr einseitige Folge, eine sehr langweilige Folge, muss ich auch ganz klar sagen. Aber wir sind im Questbuch deutlich weitergekommen und das ist gerade wichtig bei diesen Seed-Geschichten. Meine Frage an euch, wollt ihr das mit den Seeds weiter auch sehen? Jetzt vielleicht nicht Folge an Folge direkt hintereinander geschnitten, aber generell, wollt ihr das sehen? Soll ich das mit euch zusammen machen oder soll ich diese Seeds offscreen schon mal vorbereiten?
dass ich die einfach alle habe und fertig. Ich meine, erklärt habe ich es ja mittlerweile, wie das Ganze funktioniert. Schreibt es bitte mal ins Kommentar rein, das würde mich interessieren. Wenn ihr sagt, ihr wollt das sehen, machen wir das gemeinsam. Wenn ihr sagt, nee, mach man, Hauptsache das Zeug ist fertig, dann bitte auch mal reinschreiben, dann würde ich das offscreen machen und wir können uns anderen Themen und Dingen widmen. In diesem Sinne, euch erstmal einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen, bis dann, tschüss. Tschüss.